Hallo Leute, in diesem Video möchte ich euch das Sonnengleichnis erklären. Das Sonnengleichnis von Platon, eines seiner drei großen Gleichnisse, Höhlengleichnis, Liniengleichnis, Sonnengleichnis. Und zwar ganz einfach und sozusagen unmissverständlich. Das Sonnengleichnis wird von Platon gebracht in seinem Dialog Politeia. Dort erzählte Sokrates. Und warum? Was hat das für einen Sinn? Kern ist die Idee des Guten. Idee des Guten, siehe meine ganzen Platon-Videos, Platon-Playlist. Idee des Guten, das will Sokrates, Platon, erklären. Was bedeutet Idee des Guten? Idee des Guten ist ja sozusagen für Platon das Allerhöchste. Von da aus schöpft die Tugend ihre Kraft, kommt die Wahrheit und so weiter. Die Idee des Guten ist sozusagen der höchste Bezugspunkt. Und da bringt er jetzt ein Gleichnis. Sokrates beobachtet die Welt und erklärt sozusagen, die Augen sehen ja nur etwas, weil es das Licht gibt. Ohne Licht können wir nichts sehen, können wir nichts erkennen. Und woher kommt das Licht? Das Licht kommt von der Sonne. Die Augen sind sozusagen der Sonne zugetan. Ohne die Sonne, ohne das Licht können die Augen nichts sehen. Und das ist die Analogie. Analogie immer. Der Kern eines Gleichnisses, die Analogie ist, so wie die Sonne, so die Idee des Guten. Also, so wie die Sonne durch das Licht uns das Sehen, das Erkennen ermöglicht, so ermöglicht uns die Idee des Guten, die Erkenntnis der Wahrheit, der Tugend und so weiter. Das also, Idee des Guten, Sonne, das ist der entscheidende Vergleichspunkt. Jenseits aller Spekulation, das ist mal der Kern des Gleichnisses, ganz klar erklärt. Und sozusagen, so wenig wie das Licht die Sonne ist, so wenig ist die Erkenntnis und die erkennbare Wahrheit die Idee des Guten. Das heißt, das Licht hat zwar schon mit der Sonne zu tun, geht aber von der Sonne aus, ist nicht die Sonne. Und das, was wir erkennen können, unsere Erkenntnis, das, was wir auch als Wahrheit erkennen können, hat zwar mit der Idee des Guten zu tun, geht davon aus, ist aber nicht die Idee des Guten an sich, sondern eben davon ausgehend. Das ist nochmal ein ganz wichtiger zweiter Punkt des Gleichnisses. Das ist es eigentlich. Ganz kurz erklärt, das Sonnengleichnis von Platon. Und es ist sozusagen eine Art, die Idee des Guten nochmals zu erklären mit Hilfe der Sonne. Sonne gleich Idee des Guten, Licht praktisch Erkenntnis, erkennbare Wahrheit. Die Idee des Guten ermöglicht uns die Erkenntnis, die Wahrheit zu erkennen, die Tugend zu erkennen. Aber das ist nicht die Idee des Guten, so wie das Licht auch nicht die Sonne ist, aber von der Sonne ausgeht. Das ist das Sonnengleichnis bei Platon. Es dreht sich wieder um diese Idee des Guten, die auch schon immer wieder auftaucht in seinen anderen Gleichnissen, im Höhlengleichnis zum Beispiel auch. Und ein Zentrum seines Denkens und seines Philosophierens bildet. So, ich hoffe, ich habe es das ganz, ganz einfach erklärt, sodass wirklich keinerlei Missverständnisse eigentlich bleiben können. Natürlich kann man noch vieles weitere erklären mit diesem Gleichnis, aber ich wollte es jetzt wirklich konzentrieren auf den Kern, denn je mehr ich jetzt wieder philosophiere, desto mehr kann das vielleicht wieder missverstanden werden. Und drum jetzt wirklich nur diesen Kern, damit die Begriffe klar sind. Wenn euch das Video gefallen hat, liked es, abonniert den Kanal, erzählt weiter, dass es den Kanal gibt und Fragen gerne durch den Kommentarbereich des Videos schreiben. Bleibt dran, bis zum nächsten Mal.